Weißt du, dass Männer so nie überlegen werden? Quotes. Woodward! Bernstein! Get in here! Woodward! Bernstein! Die sind heute auch da, ob die halt eine Seite 1 machen. Was soll draufstehen auf der Seite 1? Ich lese jeden Tag mein Horoskop in der Bild. Aber das ist doch einfach Werbung für ihn. Das ist doch nicht schlimm. Sein Satz? Nein. Das ist ein Text von Selig. Weißt du, dass Männer so nie überlegen würden? Die würden immer sagen, Kalle wird immer sagen, wenn der mich stärkt, ne, dann dient mir das. Dann ziehen sich so ein paar Damen so Strickjäckchen an. Das ist angenehm. Das ist viel schöner als vorher. Das ist aber so, dass der das davon so profitiert. Das ist aber so. Secrets. Is that legal? What is it you think we do here for a living, kid? Ben. I might have something. Und was soll draufstehen auf der Seite 1? Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper. That she doesn't have the resolve to make the tough choices. Und wie heißt der Genosse? Er scheint doch dann auch wirklich da so als Patrick Sonnenschalt hat Chefredakteur. The way they lied, those days have to be over. Woodward, Bernstein, you're both on the story now. Don't get up. Das Drehbuch sagt, die Textzeile für dich soll heißen, die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit und Hotel. Und dann kann ich da die Zeile reinschreiben. Die Luft riecht nach Entscheidung. Die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit, Arbeit. Nach Arbeit und Hotel. Und Hotel. Das ist ein Text von Selig. Was dann setze ich mich ans Telefon und warte schon. This is Carl Bernstein, The Washington Post. So now I was just wondering if you can remember. Wonach riecht die Luft? Ich habe aus Versehen die Schrift schwarz gemacht. Kannst du die wieder weiß machen? White House. Howard Hunt, please. Ich zahl dich aus. Du darfst auch mit ins Hotel. They stumbled into Leeds. Wonach riecht die Luft? Die Luft riecht nach Entscheidung. Wir fangen mal an mit der Lüftung. Also die Lüftung ist eigentlich Fenster auf, Fenster zu. Also so einfach ist es. Natürlich ist... Wonach riecht die Luft? Wenn man verbrauchte Luft innen drin hat, möchte man nicht unbedingt... Wonach riecht die Luft? Ich glaube nach Veränderung. Deswegen haben wir eine Stützungslüftung tatsächlich. Wonach riecht die Luft? Wir haben eine Lufteinführung im Hof. Wonach riecht die Luft? Dann geht die heiße Luft durch einen Wärmetauscher. Und Arbeit? Hier ist es total kühl den ganzen Tag. Man kann super arbeiten. Und Hotel. Und, aber das ist doch einfach Werbung für ihn. Versteht das doch nicht schlimm. Das ist große Reichweite. Aber weißt du, ich habe ja früher, als ich jung war, Werbung gemacht. Das ist große Reichweite. Their reputations. Why is the Post trying to do it? I don't know. Das ist, er macht es für uns as a service. Schau mal, die Debatte. Ich finde Selig super, wirklich. Ich habe es nicht gut gekannt und du hast es mir wirklich nahegebracht und auch vielen anderen Leuten, Tausenden nahegebracht. Seinen Satz? Nein. Hier ist der Zyklus. Wir bleiben selig. Schau mal, ich zeig dir mal die Videos. Und es machen auf dem Instagram auch echt viele witzige Menschen, ja. Die man sonst aus Film und Fernsehen... Die Luft riecht nach Entscheidung. Nach Arbeit und Hotel. Die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit. Nach Hotel, ihr Wichser. Und es machen auf dem Instagram auch echt viele witzige Menschen. Ja. Die Luft riecht... Text vergessen. Der Lift, der Luft, die Lift, die Luft. Die Luft riecht nach... nach... Ah, fuck. Das ist große Reichweite. Und im Chor. Die Luft riecht nach Entscheidung. Nach Arbeit und Hotel. Selbst hier Tokyo Hotel Bill und so machen das. Lieber Stucki, ich habe gehört, du brauchst Hilfe bei der Aussprache des Wortes Hotel. Die haben davon auch nichts und die machen das alle mit so einem witzigen
Hotel. Das ist natürlich ganz besonders wichtig und auch ein ganz besonders wichtiges Wort. Ich bin natürlich selbstverständlich Spezialist mit diesem Wort und dachte... Ja, das ist echt süß. Also, und wie heißt der Genosse? Scheint doch dann auch wirklich da, so als Katrin Sonnschalt, Chefredakteurin. Und der mein liebster Nachrichtensprecher, dieser Graue, macht das auch. Der ist auch toll. Ich begrüße Sie also zu einer höflich gesagt nicht zwingend systemrelevanten Instagram-Serie, die Benjamin von Stuckrad-Barre in verlässlich ausufernder Art und Weise ins Werk gesetzt und mit verblüffender Konsequenz über Wochen fortgeführt hat. Meaning? Well, we could all go to prison. Und ich habe professionell sprechen gelernt, lieber Benjamin von Stuckrad-Barre, die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit und Hotel. Das ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit und Hotel. To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. Ich schreibe dir diese Zeilen und ich schreibe sie dir schnell. Die Luft riecht nach... Die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit und Hotel. Hotel Tanz. Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. She can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. Und dann verlinken wir die Taz und machen Reposts vom Taz-Account, oder? Okay. Also wir speisen nichts ins Netz ein. Dass der davon profitiert, das ist aber so. Hava karar ve ishve otel kokuyor.